Im Herbst, während des Laubfalls, bilden die Blätter auf dem Waldboden eine dicke Schicht, die Streu. Noch kann man an jedem Blatt erkennen, von welchem Baum es stammt. Unter der frischen Streuschicht findet man Spuren von Bakterien und Pilzen, die das Laub zersetzen. Das feuchte, warme Herbstwetter fördert das Wachstum vieler Pilze. Diese Vorgänge kann man nur mit Zeitrafferaufnahmen zeigen. Dem schnellen Wachstum folgen Reife und Sporenbildung, wie bei diesem Pillenwerfer. Er schleudert seine Sporenträger gut einen Meter weit weg. Neben den Schimmelpilzen gibt es im Boden auch Schleimpilze. An den größer werdenden Kothaufen erkennt man die unterirdische Tätigkeit vieler kleiner Tiere. Einige warme Sonnenstrahlen und die Sporenträger platzen auf. Die Sporen können herausfallen. Auf den abgestorbenen Pilzen können sich neue ansiedeln. Oder ihre Reste dienen Enchiträen und Milben als Nahrung. Wo so viele Abfallfresser sind, finden sich auch Räuber ein. Der lichtscheue Erdläufer hat mit seinem giftigen Biss eine Enchiträe gelähmt, um sie auszusaugen. So artenreich wie die Pflanzenwelt des Auenwaldes ist, so vielfältig ist die Tiergemeinschaft, die sein Boden beherbergt. Viele Bodentiere, die nie an das Tageslicht kommen, sind nahezu farblos, wie diese Fliegenlarve. Diese Fliegenlarve dagegen hat eine kräftige Schutzfarbe. Unpigmentiert sind auch viele andere Tiere im Jugendstadium, wie dieser Tausendfüßler, bei dem nur die Wehrdrüsen gefärbt sind. Nach der letzten Häutung der Larve sind beim erwachsenen Tausendfüßler auch die Farbtupfer verschwunden. Seine Körperform ist dem Lebensraum gut angepasst. Die Stellen im Boden, wo die Tausendfüßler genügend Futter vorgefunden hatten, kann man an ihren Kothaufen erkennen. Auch Asseln leben in großer Zahl in der Streuschicht. Von Zeit zu Zeit wird der Assel, wie allen Gliederfüßlern, ihr Panzer zu eng. Sie muss sich häuten. Ihre alte Haut wird von einer Artgenossin ebenso gefressen wie alles Verwertbare in der Humusschicht. Dort, wo Asseln mit ihren kräftigen Beißwerkzeugen gefressen haben, lassen sie von den Blättern nur die skelettierten Gerippe zurück und ihren eigenartig geformten, humusreichen Kot. Neben dem großen Arten- und Formenreichtum der Bodentiere finden wir auch das verschiedenste Verhalten. Auf die kleinste Berührung hin rollt sich der Saftkugler zusammen.
Auch die Saftkugler können gröberes Material verarbeiten. Wenn sie Bakterienrasen fressen, nehmen sie Erde mit auf, die sie dann, mit wertvollen Nährstoffen angereichert, ausscheiden. Neben den vielen Bodentieren, die ausschließlich in oder unter der Laubstreu leben, finden wir auch Laubfresser, die nicht so lichtempfindlich sind, darunter einige Schneckenarten. Auch sie legen ihre Eier im Schutz der Streuschicht ab. Vollkommen im Dunkeln leben diese winzigen flügellosen Kolembolen, eine Art der Springschwänze. Gemeinsam mit ihren teilweise kräftig pigmentierten Verwandten gehören sie zu den wichtigsten Humusbildnern. Sie fressen nicht alles auf. Aus den skelettierten Blättern ist nur das weiche Gewebe herausgelöst. Jetzt betrachten wir den Boden im Profil. Die Streumassen sind von oben nach unten immer mehr zerkleinert. Darunter beweist nur noch die dunkle Färbung des Bodens, dass er mit Humusstoffen gesättigt ist. Das tiefer liegende, hellere Erdreich ist der mineralische Unterboden. Er ist von tiefgrabenden Regenwürmern bewohnt. Sie haben ihre Gänge oft metertief in den Boden gefressen. Ganz anders als unter der schützenden Streuschicht des Waldes sind die Lebensbedingungen im Ackerboden. Hier ist keine Dauervegetation. Solange die Pflanzen wachsen und reifen, hat der Boden Ruhe. Die Bodenorganismen können sich ungestört entwickeln, vermehren und im Boden tätig sein. Sobald die Früchte reif sind, wird die Pflanzendecke entfernt. Zurück bleibt nur die kahle Stoppel, die in den meisten Fällen sofort geschält wird. Dadurch wird das Leben der Bodenorganismen tiefgreifend gestört. Wenn es jetzt längere Zeit trocken bleibt, dörrt der Boden, dem die schützende Pflanzendecke oder die Streuschicht fehlt, sehr schnell aus. Die Tiere müssen tiefere und feuchtere Bodenschichten aufsuchen, wo sie, wie dieser Regenwurm in seiner selbstgegrabenen Kammer, die ungünstige Zeit überdauern. Vielerorts wird heute das Stroh sofort zerkleinert. Unter dieser Strohdecke finden die Bodentiere für eine gewisse Zeit die besten Lebensbedingungen. Nach etwa 4 Wochen ist die Strohdecke zusammengesackt. Darunter ist es viel feuchter als auf einem nicht abgedeckten Boden. Und die Zersetzung des Materials hat bereits begonnen. Pilze und unsichtbare Bakterien beschleunigen diesen Vorgang. Unter der Abdeckung ist durch die Arbeit der Bodentiere ein lockeres Krümelgefüge entstanden. Die großen Kothaufen der Regenwürmer zeugen von ihrer Aktivität im Boden. In ihre Gänge haben sie Strohhalme eingezogen. Dort verrottet das harte Material und der Wurm kann es viel leichter fressen. Die Wände der Wurmgänge haben ein festeres Gefüge als der Boden, denn sie bestehen aus Wurmkot. Um sich im Boden bewegen zu können, muss sich der Wurm durch das Erdreich hindurchfressen. Mit seinen Exkrementen, die auch feine Sandkörnchen und Ton enthalten, klebt er die Wände ringsum tapetenartig aus. Ebenso wie der Dünger unserer Haustiere ist der Wurmkot reich an löslichen Pflanzennährstoffen. Deshalb werden die Röhren von Pflanzenwurzeln gern als vorgezeichnete, humusreiche Wege benutzt. Das Leben des Regenwurmes ist an die selbst gegrabene Röhre gebunden. In der lichtlosen Umgebung tastet er die Wände seiner Röhren mit dem vorgestreckten Kopfende ab. In der Dämmerung oder nachts steigt er empor, um an der Oberfläche nach Nahrung zu suchen. Sein Körper ist so empfindlich gegen trockene Wärme, dass Sonnenbestrahlung seinen Tod bedeuten würde.
Unter der Strohabdeckung hat sich auf der Bodenoberfläche ein Bakterienrasen gebildet. Die weite Mundöffnung, die keine Beiß- oder Kauwerkzeuge besitzt, drückt der Regenwurm an dem nahrungsreichen Boden fest. Durch Spannung der kräftigen Schlundmuskeln saugt er Teile davon ab. So nimmt er mit der Nahrung auch immer Mineralien auf. Stößt er bei den Suchbewegungen auf Pflanzenteile, die als Nahrung noch zu hart sind, saugt er sich an ihnen fest und zieht sie in die Röhre. Dabei bleibt das Tier immer mit dem Schwanz in der Röhre verankert, um sich bei Störung und Gefahr zurückziehen zu können. Kräftige, bewegliche Borsten am ganzen Körper erleichtern ihm die schnelle Bewegung in seiner Röhre. Etwa eine halbe Million Regenwürmer können auf einem Hektar Ackerfläche arbeiten. Überall, wo Regenwürmer den Boden abgeweidet haben, lassen sie ihre Fraßspuren, kleine Näpfchen, an der Oberfläche zurück. Kurz bevor der Tag beginnt, hat sich der Wurm im Boden umgedreht. Jetzt verschließt er seinen Röhreneingang mit einem Deckel aus Kot. Im Boden wird er weiter aktiv bleiben. Nahrungsvorrat hat er genug eingezogen. Im Herbst legen die Regenwürmer im Boden zahlreiche Eikokons ab, aus denen winzige Würmer schlüpfen. Sie sind noch so schwach pigmentiert, dass man das Pulsieren des Blutes in den Gefäßen gut beobachten kann. Auch hier im Acker lauern Räuber, wie der Steinläufer, die Wurmbrut dezimieren. Eine bunt zusammengefügte Lebensgemeinschaft beherbergt der Ackerboden ebenso wie der humusreiche Waldboden. Ihre Aktivität schwindet, wenn der Frost im Winter die Tiere in tiefere Bodenbereiche treibt. Dort verharren sie bis zum kommenden Frühjahr in Winterstille.